Liebe Pioneers, heute ziehen wir weiter mit unserer Serie über die geheimnisvollsten Unternehmen der Welt. In dieser Folge gehen wir in die USA, genauer nach New York. Wir blicken auf BlackRock, den weltweit größten Vermögensverwalter. Die Fondsgesellschaft verwaltet sage und schreibe mehr als 9,1 Billionen US-Dollar. Das ist doppelt so viel, wie Deutschland jedes Jahr erwirtschaftet. Und BlackRock wird immer größer. If you just reflect on BlackRock's flows last year, we were awarded $400 billion just last year. Sie erfahren, warum Lawrence D. Fink, genannt Larry, in nur 35 Jahren die größte Fondsgesellschaft der Welt aufgebaut hat. This is not going to be an easy task, but I would say across the board, capital is moving and it's going to move very rapidly. Wir schauen auf das Herzstück von BlackRock, auf die IT-Plattform Aladdin. Das System sucht, analysiert und bewertet Informationen rund um den Globus in Millisekundenschnelle. Die IT gilt als virtuelle Schatzkammer von BlackRock. Wir sprechen mit Leuten, die eine derartige Bündelung von Kapital bei einem einzigen Investor kritisch sehen. Und mit Ökonomen, die zum Beispiel Bücher geschrieben haben mit dem Titel Wer hat Angst vor BlackRock? Ich würde mich also freuen, wenn Sie mit dabei sind bei dieser Folge über ein Unternehmen, das derart eng verflochten ist mit der globalen Wirtschaft und den Börsen dieser Welt.